So Leute, was geht ab? Konrad wieder hier mit dem fünften Teil im Cuphead Let's Play. Ich muss die Aufnahme gerade eben wieder von vorne beginnen, da mein Rechner irgendwie rumgespackt hatte. Und ja, ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter und ich zeige euch, was ich hier gesehen habe. Und zwar diesen Brunnen, der mir sagt, wie oft ich gestorben bin. Also ich bin auf jeden Fall des Öfteren schon in der Zwischenzeit jetzt gestorben. Hab diese Jump-and-Run-Levels versucht. Und bin, ja, peinlich oft gestorben. Und zwar versuche ich das jetzt nochmal. Wie gesagt, Cuphead will ich jetzt ein bisschen des Öfteren spielen. Und falls ihr das jetzt zum ersten Mal bei mir auf dem Kanal seht oder überhaupt, man besiegt Endgegner. Das ist so ziemlich das Einzige, was man macht. Bis auf diese Jump-and-Run-Levels, die es hier gibt. Die teilweise auch sehr brutal sein können. Ja, das Spiel an für sich ist halt echt verdammt schwer. So, also, wir sind hier in einem Zirkus und müssen das Trampolin hier benutzen, um an den mit Kugeln gefüllten Ballons vorbeizukommen. Verdammt. So, ich habe unten jetzt noch 3 HP übrig. Es ist schon fast zu wenig, finde ich. Ich brauche nämlich so viele HP, wie ich haben kann. Gut, ja, ich hoffe mal, dass mein Rechner jetzt irgendwie nicht mehr abstürzt. Also nicht ab, es ist nicht abgestürzt, aber ich hatte super krasses Gelegge gehabt. Schnell hier weg. Also ihr merkt schon, ich kenne mich hier gerade ein bisschen aus. Oh. Nein, verdammt. So weit war ich auf jeden Fall vorher schon mal gekommen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich es geschafft habe. Normalerweise nach jedem Tod kann man sich angucken, wie kurz man vom Ende gewesen ist. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet vorhin. So, Trampolin auf. Jetzt. Ah, verdammt. Noch eins. Gut. Ein HP insgesamt nur verloren. Damit kann ich leben. Ah, versteht ihr? Leben. Und, wäre es trotzdem lieber gewesen, noch alle 4 zu haben. Denn nachher muss man sich ein bisschen hin und her teleportieren zur Decke und wieder zum Boden. Und da verliert man schnell mal ein paar Leben am Stück. Schnell hoch. Ja, aber das Level an für sich finde ich verdammt geil. Also der ganze Zirkus hier mit der zirkusmäßigen Musik ist schon lustig. Ja, an für sich halt einfach großer Fan von dem Spiel und der ganzen Art und Weise, wie das hier gemacht ist. Soweit ich weiß, wurde das Spiel echt so gemacht wie diese Cartoons aus den 40er, 50er Jahre. Wo alles von Hand gezeichnet wurde, alles per Hand auch animiert. Und dann halt in ein Videospiel umgewandelt. Ja, und von den Charakteren, die man hier so begegnet, ist das schon eine Nummer für sich. Was ist das, eine Brezel? Das sehe ich jetzt erst zum ersten Mal. Und ich werde hier wahrscheinlich von Ketchup und Senf angeschossen, vermute ich mal. Sehen wir dann gleich am Ende wahrscheinlich. Ah, ich habe aus Versehen nach unten und Spring gedrückt. Das wollte ich nicht. Deshalb bin ich durch den Boden gefallen. Ja, wird's bald. Ich weiß nicht, ob ich... Doch, natürlich. Natürlich war ich soweit schon. Vielleicht kommt das mit der schwere Kraft. Mit der Schwerkraft. Geil, das ist ein Hotdog, der aus den Augen Senf und Ketchup schießt. Ah, okay, das mit der Schwerkraft, das war in einem anderen Level. Ah, okay, alles klar. Ja, cool, geschafft. Dann schaffe ich ja doch mal mehr als ein Level pro Video. Da die manchmal doch relativ lange dauern können, wenn ich mich ein bisschen dumm anstelle. So, hier ging's. Level, also Note B-. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe das Level vorher schon ein paar Mal oft nicht bestanden.
Gut, neuer Levelabschnitt. Ich guck mal, was hier oben noch ist. Ah, ein Gegner. Gut, also dann machen wir mal hier unseren nächsten Endboss. Also eigentlich sind es einfach nur Gegner, weil es keine Unterscheidung in diesem Spiel gibt. Zwischen Gegnern und Endgegnern, weil jeder Gegner ist ein Endgegner. So wie dieser böse guckende Vogel. Gut, also das ist wieder so ein Flugzeuglevel. Ich muss erstmal mich wieder hier dran erinnern, was für Fähigkeiten ich habe. Also ich kann mich klein und schnell machen. Dafür schieße ich dann auch auf kürzere Distanz nur. Was hat mich da jetzt getroffen? So, und wenn ich mich nicht täusche, konnte ich nämlich auch noch eine Zweitwaffe benutzen. Genau, Kreis drücken und dann kann ich meine Zweitwaffe hier benutzen. So, also ich muss mich hier mal erst ein bisschen konzentrieren und gucken, was alles so auf mich geflogen kommt. Also Eier, die zerspringen und die Schalen könnten mich dann noch treffen, alles klar. Da sind Vögel mit Nägeln am Kopf. Und alles, was rot ist, kann ich mit dem Sprungknopf in Spezialenergie umwandeln. Das sind die Spielkarten, die man unten sieht. Wenn ich die nämlich komplett voll habe, kann ich eine stärkere Attacke schießen. So, der Treffer gerade eben war unnötig. Aber gut. Leichter gesagt als getan. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, der Plan ist, normal zu schießen und sobald ich Chance habe, über ihn zu gehen, werfe ich Granaten runter. Ach komm. Ah, den roten wollte ich nicht kaputt machen. Guck, 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 guck. Ja, mach dich über mich lustig. So. Ja, ist nicht so einfach. Also ich will mal gucken, demnächst auf jeden Fall mir Upgrades wieder kaufen. Obwohl ich nicht weiß, dass ob die Upgrades in dem Flugzeuglevel was bringen. Da man hier eher wieder andere Attacken hat. Und ich glaube, man lädt auch seine Spielkarten unten schneller auf, wenn man eine Zeit lang nicht getroffen wird. Nein. Okay, okay. Teil 1 des Gegners geschafft und danach sofort draufgegangen. Jetzt guckt euch mal an, was mir da alles noch fehlt. Alles klar. Naja, da habe ich so einiges noch vor mir. Ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen mehr mit den Bomben hier zu treffen. Ich wusste. Ja, okay, das hat mal hingehauen zur Abwechslung. Ach komm! Ja. Fickt euch. ja. Gut, fangen wir jetzt nochmal von oben an. Ich glaube nämlich, das ist die bessere Strategie. Das Problem ist halt, dass die Eierschalen, wenn sie zerspringen, nicht immer sehr vorhersehbar sind. Ja, getroffen. So, und wenn ich nämlich unten alle Spielkarten voll habe, kann ich eine ziemlich heftige Attacke machen. So, hier am besten immer nur klein bleiben, würde ich sagen. Alter, was der am Abspacken war, der Kollege hier. So, alle Karten voll. Nein, ich wurde getroffen, leider. Okay, komm jetzt auf nächste Stufe, würde ich sagen.
Was habe ich noch? 2 HP, okay. Gott, bist du hässlich geworden. Boah, ich habe mein Turbo wieder gleich voll. Unten. Ja. Wieder eine Sekunde zu spät gedrückt. Oh mein Gott, wie ärgerlich. Oh mein Gott. Das war gerade aber echt nicht schlecht. So, und wenn ich das geschafft hätte, gibt's nochmal eine Weiterentwicklungsstufe. Ach ja, schade. Das hat so gut angefangen. Wieder mal ein bisschen mehr Bomben werfen. Ja, aber so langsam komme ich in den Fluss rein. Sagte er und wurde getroffen. Also, sowas sage ich auf jeden Fall nicht nochmal. Das könnt ihr mir glauben. Ich bin der schlechteste Spieler. Ich bin so schlecht. Ich bin das Schlechteste, was es jemals gab. Zwinker, zwinker. Das sollte doch jetzt mal hoffentlich helfen, sowas zu sagen. Nein! Euer 1 HP, ich glaube, das wird leider nichts. Okay. Okay, okay, okay. Gut. So, jetzt aber, du hässlicher Vogel. Deine Tage sind gezählt. Und von vorne grüße? Wie die Uhr am Grinsen ist. Boah, diese Eierschalen sind mega nervig, wenn ich ehrlich bin. Ah, das ist so anstrengend, weil man muss auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Und gleichzeitig noch versuchen zu kommentieren. Ja, passieren halt immer so viele Sachen gleichzeitig. Man könnte von so vielen Sachen getroffen werden. Ich wusste, ich bin so... Aber ich versuche dann manchmal vorherzusagen, wo die Eierschalen hingehen. Und dann gehen sie doch woanders hin. Ja, genau, das ist halt so das Problem. Manchmal schießt er nur eine, dann bewegt er sich wieder ein bisschen. Und dann manchmal schießt er 3 am Stück. Ach man, wieso bist du so schwer? Wenn ich fragen darf. Ich glaube, ich werde es mit den Bomben sein lassen, weil ich halte lieber gern ein bisschen Abstand zu dem Typen. Ich wusste, immer wenn ich die Roten nehmen will, fängt er an, genau dahin zu schießen. Bam, Bitch. Damit hast du nicht gerechnet. Okay, 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 okay. So weit, so gut. Nein, 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 nein. Ich habe unten gerade auf meinen Turbometer nämlich geguckt. Das war das Problem. Ich wollte sehen, wie weit ich davon entfernt bin, wieder meine Superattacke benutzen zu können. So, gut, soweit waren wir schon mal. Jetzt würde ich sagen, Spezialattacke, Bitch.
So, wo gehe ich jetzt hin? Ach, ich bleib mal am besten. Ich versuche einfach so weit weg zu bleiben, wie ich kann. Wow. Okay, auf den Schuss muss ich aufpassen, weil der verdammt schnell ist. Ich meine, ich kann den abwehren, weil er rot ist. Aber da muss das Timing schon extrem gut sein. Ja, aber mit Abstand ist es, glaube ich, relativ oft immer die bessere Strategie. Dauert zwar alles ein bisschen länger so. Und das Gute dabei ist halt, wenn man nicht getroffen wird, lädt man auch seine Spezialattacke schnell auf. So. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, während der hier die Federn schießt, den roten da oben ja, mit meiner Sprungattacke zu klatschen. Ich lasse es mal lieber sein. Mir ist es wichtiger, meine HP nicht zu verlieren. Jetzt zum Beispiel, jetzt ist kein Ding. Stimmt, ey, ich muss gar nicht mich klein machen. So kann ich nämlich schön weiterschießen. Oh, ich will den. Okay, okay. Ja, Mann, ja, Mann. Oh, ich bin in the zone, baby. Wow, ich habe mich gelobt und wurde noch nicht getroffen. Das ist auch was Neues. Oh, momentan läuft es gerade richtig nice. Ich bin noch nicht einmal getroffen worden. So, das Problem ist halt, jetzt kommt der letzte Teil und ich weiß es überhaupt nicht, was für Attacken der hat. Ey, die Levels sind einfach so geil. Ah, verdammt. Ah, Bomben, natürlich. Was mache ich denn? Naja, ich meine, das war jetzt nicht toll, aber jetzt habe ich ungefähr eine Ahnung von dem, was er für Attacken bringt. Okay, komm, jetzt. Jetzt will ich's wissen. Jetzt fühle ich mich gut. Ich glaube, jetzt weiß ich echt bei jeder Attacke, was ich zu tun habe. Außer halt beim Endgegner, da muss ich noch ein bisschen rätseln, was da am besten die Strategie ist. Aber auf jeden Fall Bomben schießen. Ich befürchte, ich habe ihn leider gerade überhaupt nicht getroffen damit. Ah, uncool, Mann. Uncool. Es wäre halt auch verdammt hilfreich, wenn ich beim Endteil dann mein Supermeter unten voll haben könnt. Oder mein Turbo, wie auch immer es heißt. Sprich, bei dem Teil, der vor dem letzten ist, würde ich nämlich möglichst wenig die Spezialattacke benutzen. Aber einmal würde ich sagen, geht mindestens. So, wenn ich die jetzt einmal wieder voll kriegen sollte. Ah, verdammt. Dann würde ich die auf jeden Fall aufsparen. Nein. Aufschieß. Ja, Mann. Ah, was? Ich hatte keine Leben mehr. Ich finde es asozial, wie der Kuckuck sich jedes Mal lustig macht darüber, dass ich gestorben bin. So interpretiere ich das zumindest. Naja, das ist auf jeden Fall die beste Strategie bei den Eierschalen. Immer schön weit links zu bleiben. Bald.
ihn doch jetzt echt verdammt oft getroffen schon. Nein, ich war so sehr wieder drauf fokussiert, den roten schön zu erwischen, dass ich da nicht aufgepasst habe. Nein! Liatsch. Was hast du davon? Die Sounds, die der von sich gibt, ist auch geil. Ja, Leute, 1 HP, das könnte zu wenig sein. Und ist es sehr wahrscheinlich auch. Ich würde sagen, ich schieße gleich alles, was ich habe, auf den. Oder so. Oder so, ja, ja. So, was für Fehler habe ich gerade gemacht? Ich will aus meinen Fehlern nämlich lernen. Kommst einfach, Pech. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ist halt echt nicht so ohne. Ich meine, an für sich die Rosen zu treffen, ist ja nicht so schwer, aber gleichzeitig eben noch auf alles andere zu achten. Gut, ich habe meinen Turbo jetzt schon voll. Ich würde sagen, das benutze ich gleich, wenn er sich weiterentwickelt. Oh. Fuck. Na, hallo? So, jetzt. Nein, immer noch nicht. Boah, ich habe den jetzt aber doch schon verdammt oft getroffen. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh mein Gott, ich habe es überlebt. Ich hoffe, das hat als Treffer gezählt. So, was habe ich? 2 HP noch. Sieht eigentlich nicht verkehrt gerade aus. Oh, ich habe auch gleich wieder mein Turbo voll. Sehr nice. Oh, jetzt sterb. Tu mir doch mal den Gefallen. Ja, Mann, okay. Okay, okay, okay. Jetzt Bomben. Und Spezialattacke. Und weiter feuern. Sterben, sterben, verdammt. Du sollst sterben. Oh, ich treffe gerade echt verdammt gut. Bitte sterb, bitte sterb. Ja, Mann. Yeah, boy, in your face, ihr mit eurem Salzstreuer und Pfefferstreuer. Ach, die marinieren den. Ja, nichts dagegen. Denn er ist tot. Yo, geschafft. Note. Ja, die dürfte echt nicht so gut sein eigentlich, oder? B plus. Alles klar. Gut, Leute, das war jetzt wieder verdammt anstrengend. Ja, das ist nun mal Cuphead. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, denke ich mal, die Tage jetzt wieder mit Cuphead, weil ich demnächst nichts anderes zocken will als Cuphead und endlich mal ein bisschen weiterzukommen. Deshalb, wir sehen uns dann die Tage mit diesem Spiel hier wieder. Bis dahin, haut rein und tschö.